Bruce Lee die Legende der Kampfkünste. Er bleibt die größte Ikone des Kampfkunstkinos. Er starb sehr früh, fast 33 Jahre. Sein Leben war voller Rätsel. Lass uns über seine Biografie Bescheid wissen. Geboren, 27. November 1940 in San Francisco, Kalifornien, USA. Ist gestorben, 20. Juli 1973 in Kowloon, Hongkong, Hörnödem. Geburtsname, Le Yun Fen, Höhe, 5,7¼, 1,71 Meter. Bruce Lee bleibt die größte Ikone des Kampfkunstkinos und eine Schlüsselfigur der modernen populären Medien. Wäre Bruce Lee und seine Filme in den frühen 1970er Jahren nicht gewesen. Es ist fraglich, ob der Kampfkunstfilm das Genre jemals eingedrungen wäre und das nordamerikanische und europäische Mainstream beeinflusst hätte. Und Publikum so, wie es in den letzten vier Jahrzehnten war. Der Einfluss des ostasiatischen Kampfkunstkinos kann heute in so vielen anderen Filmgenres wie Komödien, Action, Drama, Science-Fiction, Horror und Animation gesehen werden. Punkt. Und alle haben ihre Wurzeln in dem Phänomen, das Bruce Lee war. Lee wurde am 27. November 1940 in San Francisco als Le Yun Fen geboren. Der Sohn von Lee Ho-Chun, Sänger der kantonesischen Oper. Etwa ein Jahr später kehrte die Familie im Alter von 5 Jahren nach Kowloon in Hongkong zurück. Ein junger Bruce beginnt in Kinderrollen in kleineren Filmen wie The Birth of Mankind 1946 zu erscheinen und Fu-Gi-Ui-Fu-Yun 1948. Im Alter von 12 Jahren begann Bruce das La Salle College zu besuchen. Bruce wurde später von einer Straßenbande zusammengeschlagen, was ihn dazu inspirierte, ein Kampfkunsttraining unter der Anleitung von Sifu Yip Man zu beginnen, der Bruce für etwa 5 Jahre in Wing Chun Kung Fu unterrichtete. Dies war das einzige formalisierte Kampfkunsttraining, das Lee je durchgeführt hatte. Der talentierte und athletische Bruce nahm auch CHA-Tanz auf und gewann mit 18 Jahren eine große Tanzmeisterschaft in Hongkong. Sein Temperament und seine schnellen Fäuste brachten ihn jedoch bei zahlreichen Gelegenheiten in Schwierigkeiten mit der Hongkonger Polizei. Seine Eltern schlugen vor, dass er in die Vereinigten Staaten gehen sollte. Lee landete 1959 in San Franciscos Chinatown und arbeitete im Restaurant eines nahen Verwandten. Er ging schließlich nach Seattle, Washington, wo er sich an der Universität einschrieb, um Philosophie zu studieren und die Zeit fand, seine geliebten Kung-Fu-Techniken zu üben. Im Jahr 1963 traf Leelinda Lee Catwell alias Linda Emery, später seine Frau, und eröffnete auch seine erste Kung-Fu-Schule an der 4750 University Way. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre wurde Lee mit vielen wichtigen Kampfkunstfiguren in den USA assoziiert, darunter Kenpo-Karate-Experte Ed Parker und Taekwondo-Meister J. Hoon Rie. Er machte Gastauftritte bei namhaften Martial Arts-Veranstaltungen einschließlich der Long Beach Nationals. Durch eines dieser Turniere lernte Bruce den Hollywood-Hairstylisten Jay-Z Brink kennen, der ihn dem TV-Produzenten William Dozier vorstellte. Basierend auf dem überragenden Erfolg von Batman 1966 war Dozier bestrebt, die Zeichentrickfigur von The Green Hornet zu TV zu bringen und war auf der Suche nach einem ostasiatischen Schauspieler, um Kato, den Kumpel der Green Hornet, zu spielen. Zu dieser Zeit eröffnete Bruce auch eine zweite Kung-Fu-Schule in Oakland.
Kalifornien und zog nach Oakland, um näher an Hollywood zu sein. Bruce Bildschirmte zwar erfolgreich. Und The Green Hornet 1966 mit Vaughn Williams in den Jahren von 1966 bis 1967 mit gemischtem Erfolg ausgestrahlt. Seine Kampfszenen wurden manchmal durch nicht entlarvende Kameraperspektiven verdeckt. Aber seine Hingabe war derart, dass er darauf bestand, dass sein Charakter sich wie ein perfekter Bodyguard verhielt und seine Augen auf denjenigen hielt, der eine Bedrohung für seinen Arbeitgeber darstellen könnte. Die Show wurde nach nur einer Staffel, 26 Episoden, abgesagt. Aber zu diesem Zeitpunkt erhielt Lee mehr Fanpost als der nominelle Stern der Show. Dann eröffnete er eine dritte Zweigstelle seiner Kung-Fu-Schule in Los Angeles und begann damit, Stars wie den Filmstar Steve McQueen und James Coburn sowie der Drehbuchautorin Sterling Sullivan mit persönlichem Kampfsporttraining auszustatten. Darüber hinaus verfeinerte er sein Vorwissen über Wing Chun und integrierte Aspekte anderer Kampfstile wie traditionelles Boxen und Okinawa-Karate. Er entwickelte auch seinen eigenen einzigartigen Stil Jeet Kune Do, Weg der abfangenden Faust. Dann kam eine weitere Filmgelegenheit. Als er die kleine Rolle eines Stunts über den Mann namens Winslow Vaughn bekam, der James Garner in Marlowe 1969 einschüchtert. Vaughn stattet Garner einen Besuch ab und reißt mit Fäusten und Füßen das Büro des Ermittlungsbeamten nieder und beendet mit einem spektakulären hohen Tritt die Lampe. Mit dieser weiteren Aufdeckung seiner Talente, Bruce dann mehrere Gastauftritte als Martial Arts Instruktor, um Privatdetektiv James Franciscus in der TV-Serie Longstreet 1971 blind. Mit seinem kleinen Erfolg in Hollywood und Geld in seiner Tasche kehrte Bruce für einen Besuch nach Hongkong zurück und wurde vom Filmproduzenten Raymond Chow angesprochen, der kürzlich Golden Harvest Produktionen begonnen hatte. Chow war sehr daran interessiert, Lees starke Popularität bei jungen chinesischen Fans zu nutzen und bot ihm die Hauptrolle in The Big Boss 1971, aka The Big Boss, auch bekannt als Fists of Fury. Darin spielt Lee eine entfernte Cousin kommen Verwandten mitarbeiten in einem Eishaus, wo Mord, Korruption und Drogenrennen führten zu den Abenteuern seines Charakters und der Darstellung von Kung-Fu-Expertise. Der Film wurde von Wai Lo gedreht, der in Thailand mit einem sehr niedrigen Budget und unter schrecklichen Lebensbedingungen für Schauspieler und Crew gedreht wurde. In Hongkong war der Film ein enormer Hit. Chow wusste, dass er mit Lee an der Kasse Gold gesammelt hatte und schnell ein weiteres Drehbuch mit dem Titel The Chinese Connection, Fist of Fury, auch bekannt als The Chinese Connection, zusammengestellt wurde. Film mit einem etwas größeren Budget wurde erneut von Wai Lo inszeniert und wurde im Jahr 1900 in Shanghai gedreht, als Lee an seine Schule zurückkehrte, um zu sehen, dass sein geliebter Meister von der örtlichen japanischen Karate-Schule vergiftet wurde, die Übeltäter und Machtanstalten sich an den Mördern zu rächen, seinen Lehrer einschüchtern und seine Schule einschüchtern. Der Film zeigt mehrere großartige Kampfsequenzen und am Ende des Films weigert sich Lee, sich dem japanischen Gesetz zu ergeben und scheint im Polizeihagel zu sterben. Wieder einmal wurden die Straßen von Hongkong mit Tausenden von leidenschaftlichen chinesischen Filmfans durcheinandergebracht, die nicht genug von dem furchtlosen Bruce Lee bekommen konnten. Und sein zweiter Film fuhr fort, die Kassenrekorde des ersten zu brechen. Lee gründete daraufhin seine eigene Produktionsfirma Concord Productions und begann seine Filmkarriere persönlich zu führen.
indem er in seinem nächsten Film Der Weg des Drachen 1972 Return of the Dragon schrieb, Regie führte und spielte. Ein größeres Budget bedeutete bessere Orte und Gegner. Mit dem neuen Film in Rom, Italien und zusätzlich mit dem Hapkido-Experten INGSIKW Hahn, der Karate-Legende Robert Wall und dem siebenfachen US-Karate-Champion Chuck Norris. Bruce spielt einen scheinbar einfachen Bauernjungen, der ins Restaurant eines Cousins in Rom geschickt wird und findet, dass seine Cousins von lokalen Schlägern zum Schutz gemobbt werden. Inzwischen war Lees bemerkenswerter Erfolg in Ostasien auf die Aufmerksamkeit der Hollywood-Filmregisseure aufmerksam geworden, und ein Drehbuch wurde hastig verfasst, in dem er ihn als Geheimagenten in eine Inselfestung schlug. Warner Bros. Finanzierte den Film und bestand darauf, dass der B-Movie-Star John Saxe neben Lee die Hauptrolle spielen sollte. Der Film gipfelt in einer weiteren Packentenkampfsequenz zwischen Lee und dem Schlüsselschurken Hahn in einem Labyrinth von Spiegeln. Anfang 1973 wurde in und um Hongkong gedreht. Und in den darauffolgenden Wochen war Bruce an der Fertigstellung von Overdubs und Looping für die finale Fassung beteiligt. Verschiedene Berichte von Freunden und Mitarbeitern berichten, dass er sich in dieser Zeit nicht wohlfühlte und am 20. Juli 1973 nach einer Kopfschmerztablette in der Wohnung der Schauspielerin Betty Ting Pai lag und später nicht wiederbelebt werden konnte. Ein Arzt wurde gerufen und Lee wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und an diesem Abend für tot erklärt. Der offizielle Befund war der Tod aufgrund eines Hirnödems, verursacht durch eine Reaktion auf die Kopfschmerztablette. Fans weltweit wurden erschüttert, dass ihr männliches Idol in einem so jungen Alter bestanden hatte und fast 30.000 Fans in Hongkong an seinem Sarg vorbeikamen. Eine zweite, viel kleinere Zeremonie wurde in Seattle, Washington abgehalten und Bruce wurde auf dem Lakeview Cemetery in Seattle mit Pallträgern wie Steve McQueen, James Coburn und Danny Nosanto zur Ruhe gelegt. Enter the Dragon 1973 wurde später auf dem amerikanischen Festland veröffentlicht und war ein großer Hit für das dortige Publikum, was die National-Generalfilme dazu veranlasste, seine drei früheren Filme aktiv in die US-Kinos zu verteilen. Jeder war ein Kassenschlager. Fans auf der ganzen Welt waren immer noch hungrig nach weiteren Bruce Lee-Filmen und somit wurde das verbleibende Material, das vor seinem Tod vollendet wurde, von Lee, der mehrere Gegner wie Danny Nosanto, Hugh O'Brien und Kareem Abdul-Jabbar bekämpfte, in einen anderen Film mit dem Titel Game of Death 1978. Der Film verwendete eine ähnliche und schemenhafte Kameraarbeit, um den echten Lee in zahlreichen Szenen zu ersetzen. Der Film ist eine schlechte Ergänzung des Line-Ups und wird nur durch die letzten 20 Minuten und die Aufnahmen des echten Bruce Lee, der sich den Turm hinaufkämpft, gerettet. Erstaunlicherweise wurde das gleiche schäbige Verfahren verwendet, um Game of Death 2, 1981, aka Game of Death 2, zu erschaffen, mit einem Doppelgänger und mehreren Stunt-Double, die mit ein paar kurzen Minuten des echten Bruce Lee verwoben sind. Tragischerweise wurde sein Sohn Brandon Lee, ein Schauspieler und Kampfkünstler wie sein Vater, bei einem ungewöhnlichen Unfall am Set von The Crow 1994 getötet. Bruce Lee war nicht nur ein erstaunlicher Athlet und Kampfkünstler, er besaß auch eine echte Superstar-Ausstrahlung und hinterließ durch eine Handvoll Filme einen unauslöschlichen Eindruck auf den Teppich des modernen Kinos. Ehepartner: Linda Lee Catwell, 17,
August 1964, 20. Juli 1973, sein Tod, 2 Kinder. Handelsmarke. Oft hatte er eine Szene in seinen Filmen, wo er bei einem Kampf verwundet wurde. Stumm betäubt. Schmeckt er sein eigenes Blut und dann wird er Berserker und wischt jeden Gegner auf seinem Weg aus. Er machte tierische Geräusche, als er darum kämpfte, seine Feinde zu entnerven. Und fokussiere seine Stärke. Seine Charaktere waren oft stolz chinesische und kämpfte Feinde, die seine Leute rassistisch unterdrückten wie ihn. Als er ein keine Hunde oder chinesische erlaubte, Zeichen mit einem fliegenden Tritt zerschmetterte. Gebrauch von Jeet Kune Do, einer Form der Kampfkunst, die er selbst erfand. In der die Reaktionsfreiheit viel wichtiger war als die starre Form. Wohl Haarschnitt, blitzschnelle Bewegungen und Reflexe, extrem gut definierte Körper und Muskeln. In mindestens einer Sequenz in den meisten seiner Filme würde er einen Nunchaku gegen seine Gegner benutzen, kämpfen ohne Hemd. Wissenswertes. Platz 100 in der Liste, The Top 100 Movie Stars aller Zeiten von Apiuka. Oktober 1997. Vater von Brandon Lee und Shannon Lee. In Hongkong im Alter von 32 Jahren an Hirnödemen gestorben. Er gilt als der größte Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts. Entwickelte seinen Kampfkunststil namens Jeet Kune Do, Weg der abfangenden Faust, der eher eine Idee von Flexibilität und Praxis beim Erlernen von Kampfkünsten ist. Überfallen am See an sich Kirchhof, Seattle, Washington, USA. Während The Green Hornet 1966 TV-Serie in Produktion war, machte Bruce mehrere Werbeauftritte als Kato, aber machte einen Punkt, nie die Standard-Kampfkunst-Stunts wie Bretter brechen. Die er hatte nichts mit was Kampfkünsten zu tun haben. Bruce Lee Yun Fan Yuen Kam, vollständiger Geburtsname von Bruce Lee, wurde im Jahr des Drachens 1940 zur Stunde des Drachens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr geboren. War ein versierter Tänzer und Hong Kong CHA Champion. Ein bekannter Brawler in Hongkong, Lee erhielt eine formelle Ausbildung in Wing Chun unter dem legendären Sifu Yip Man. Er trainierte später in einer Vielzahl von Künsten, fand aber schließlich den klassischen Stil einschränkend und kontraproduktiv. Er entwickelte Jeet Kune Do, der, wie er betonte, kein Stil ist, sondern eine Art, sich Kampfkunst jenseits des Stils zu nähern. Es ist der Vorläufer, um Kampfkünste zu mischen. Gewogen nur 128 Pfund zum Zeitpunkt seines Todes. Bei einem guten Morgen eine schwere Rückenverletzung erlitten, dabei muss eine Langhantel über die Schultern gehalten und nach vorn gebeugt werden, wobei die Beine und der Rücken gerade bleiben. Während seiner Genesung schrieb er mehrere Bücher über die Kampfkünste. Sein erstes großes US-Projekt war die Rolle von Kato in der Fernsehserie The Green Hornet 1966. Er scherzte, dass er diese Rolle bekam, weil er der einzige orientalische Schauspieler war, der den Namen der Hauptfigur richtig aussprechen konnte, Britt Reid. Mortal Kombat-Charakter Liu Kang wurde von ihm inspiriert, komplett mit den charakteristischen Tiergeräuschen. Sein erstes großes US-Projekt war die Rolle von Kato in der Fernsehserie The Green Hornet 1966. Er scherzte, dass er diese Rolle bekam, weil er der einzige orientalische Schauspieler war, der den Namen der Hauptfigur richtig aussprechen konnte, Britt Reid. Mortal Kombat-Charakter Liu Kang wurde von ihm inspiriert, komplett mit den charakteristischen Tiergeräuschen.
zu seinen Schülern in den Kampfkünsten von Jeet Kune Do gehörten Kareem Abdul-Jabbar, Steve McQueen und James Coburn. Sein Vater, Lee Ho-Chun, war Chinese. Seine Mutter, Grace Ho, wird als gemischte chinesische und europäische, normalerweise als deutsch bezeichnete Abstammung beschrieben. Seine Entwicklung von Jeet Kune Do kam teilweise aus einem Vorfall mit seiner Schule. Ein rivalisierender Kampfsportler forderte ihn zu einem Duell über seine Entscheidung, auf nicht-chinesische Studenten zu unterrichten. Lee akzeptierte die Herausforderung und gewann das Duell. Aber später dachte er, dass der Kampf zu lange dauerte, weil seine Kampfkunsttechnik zu starr und formalistisch war. Daher entschied er sich, ein besseres System mit einem Schwerpunkt auf Praktikabilität und Flexibilität zu entwickeln. Ständig wurde er von Filmstatisten und anderen Männern herausgefordert, die Ruhm erlangten, indem sie ihn im Kampf besiegten. 1958 ging er mit 100 Dollar nach Seattle. Gave CHA Unterricht für Passagiere der ersten Klasse, um zusätzliches Geld während der Fahrt in die USA zu verdienen. Gegenüberstellung mit anderen chinesischen Kung-Fu-Meistern beim Versuch, andere Kampfkunstziele zu erlernen. Gewöhnlich würde man in einem bestimmten System zu dem Mann Nummer 3 oder 4 gehen, um es zu lernen, im Austausch dafür, was er wusste. Die Nachfrage nach seinen Privatstunden wuchs so stark, dass sein Stundensatz auf 275 Dollar pro Stunde stieg. Sein letzter Film, Game of Death 1978, war sein erster Film, der mit Ton aufgenommen wurde, im Gegensatz zu den meisten seiner früheren Filme, die ohne Ton gefilmt und später von den Schauspielern synchronisiert wurden. Einige der verlorenen Aufnahmen wurden später in Bruce Lee A Warrior's Journey 2000 gezeigt. Sie können seine eigene Stimme hören, die Englisch und Kantonesisch spricht. Wäre er nicht gestorben, wäre der Name seines Charakters in diesem Film Haitien gewesen. Sprach Englisch, Kantonesisch, Mandarin und Japanisch. War in der Lage, jeden einzelnen Karate-Begriff zu benennen und mit absoluter Genauigkeit auszuführen. Heide Hiko Heidi, Ochi Ei. Die beiden trafen sich Mitte der 1960er Jahre beim Los Angeles YMCA. 30.000 Dollar für seine ersten beiden Spielfilme verdient.